Ja, gehen wir mal über in den Block 2. Ich denke, wir müssen mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Wenn ich in den Portalen unterwegs bin, die uns allen bekannt sind, Szeneforen, Fratzenbuch und Co., man liest ja immer wieder, die alten Werte sind im Arsch. Die Altmember, die noch diese alten Werte, fällt dann immer der Begriff Oldschool, in sich tragen, werden an den Rand der Szene gedrängt oder sie geben auf, weil sie keinen Bock mehr haben. Die sogenannten jungen Wilden übernehmen das Zepter, überrollen die Szene. Also ich versuche das mal einfach überspitzt wiederzugeben, zu interpretieren. Und man guckt sich dann die Leute teilweise mal etwas näher an und stellt man manchmal fest, der eine fährt 6 Jahre, der andere 8 Jahre, der nächste 10. Ich frage mich dann immer, oh, wo holen die das jetzt her? 70er, 80er und 90er haben sie nicht stattgefunden, Anfang 2000, Millennium auch nicht. Also ist auch eine ganze Menge Verbalgequatsche dabei. Und wir haben jetzt Leute da, die allesamt richtig lange unterwegs sind. Und ich denke, über das Thema muss man mal reden. Und was mich natürlich letzten Endes ganz besonders interessiert, aus eurer Sicht, all die Dekaden, die ihr erlebt habt, stellt ihr da tatsächlich Unterschiede fest zwischen dem, wie es früher abging, 70er, 80er, 90er und dem heute? Und wenn ja, wie drückt sich das am meisten aus? Fangen wir vielleicht mal mit Klaus an. Wie würdest du das beurteilen, damals, heute? Für mich schwierig zu beantworten. Die Zeit hat sich verändert. Früher waren, wie gesagt, alle jung. Hat vielleicht die ganzen Freizeitmöglichkeiten nicht gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht haben manche Clubs eine, wo ich nicht sagen, die Statuten aufgeweicht, aber es hat für manche ist es halt einfacher zum Einsteigen. Aber das ist schwierig zu beantworten, was sich wirklich verändert hat. Meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die Zeit das ist. Für viele sagen, früher war es besser. Das ist der Meinung bin ich nicht. Früher war es anders. Django, wie siehst du das? Also letzter Satz. Letzten Satz kann ich nur bestätigen. Man kann die heutige Zeit mit der damaligen Zeit nur schwer vergleichen. Als ich eingestiegen bin, haben wir Stahlrahmen gefahren. Keine Helmpflicht, es gab kein gottverdammtes Handy, es gab nur drei Fernsehsender und wenn man was wissen wollte, ging man in die Kneipen. Und mal ganz nebenbei bemerkt, die Frauen hatten damals unter Nabel alle noch Mussolinis Fellmütze. Heute wächst was nach, was völlig anders ist. Man braucht nur mal Harleys angucken, überhaupt die Motorräder. Ne? Mit Sitzheizung und diesen ganzen Quatsch und Fernseh und Radio und Navi und was nicht alles. Unser Navi hieß damals Road Captain. Ne? Schwer zu vergleichen. Ich fand die damalige Zeit in gewisser Hinsicht besser, weil wir freier waren. Wir haben also Riesenärger mit dem TÜV gehabt, das gibt es heute nicht mehr. Heute kannst du Teile kaufen aus Kataloge, die 30 Zentimeter dick sind. Auf der anderen Seite, das, was wir früher machen konnten, und nicht nur wir, Hells Angels, sondern alle Clubs, das ist heute gar nicht mehr möglich. Das ist ein Gesellschaft. So sieht es aus. Es ist ein gesellschaftlich-politisches Problem, mit dem wir zu tun haben. Und es ist natürlich auch eine Folge aus diesen Problematiken, dass junge Leute heranwachsen, die ganz andere Vorstellungen haben, die gar nicht nachvollziehen können, wie sich diese Szene mal entwickelt hat. Und ich stelle fest, da kommen junge Leute, stabile, körperlich fitter als wir damals wahrscheinlich, weil sie in ihr fucking Studio gehen die ganze Zeit. Betrunken siehst du die ja nicht mehr. Ne? Aber die haben die gleichen Vorstellungen. Sie wollen eine Gemeinschaft haben, wo sich der eine auf den anderen verlassen kann. Sie haben keinen Bock auf dieses Geheuchel und Gelüge in der normalen Gesellschaft. Alles das haben wir damals genauso gesehen. Aber das heute umzusetzen in dem Stil wie wir damals, absolut nicht mehr möglich. Das ist der Grund. Wo siehst du? Ich glaube nicht, dass das, was heute ranwächst, die sogenannten jungen Wilden, dass sie schlechter oder besser sind. Die wollen halt einfach genau das machen, was wir auch gemacht haben. Und die Zeiten haben sich geändert und die Alten müssen das einsehen. Und diese ganze Oldschool-Phase, die da beschrieben wird, frage ich mich, wenn du in den 70er dabei warst, hast du eine andere Vorstellung als in den 90ern. Ich glaube, dass man die Oldschool-Debatte, was ja eigentlich um Traditionen geht, um alte Werte, dass man die führen muss.
Und die Jungen wollen das ja auch so haben. Aber man muss als langjähriger Member auch akzeptieren, dass eine andere Zeit ist und dass die Jungen einfach andere Vorstellungen haben. Und da den richtigen Kompromiss zu finden, das ist das Problem. Also wenn ich das richtig interpretiere, würdest du das so einschätzen, die sind in der Zeit hängen geblieben und versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen in die heutige Zeit. Ja, hört sich ein bisschen negativ an, aber im Grunde ist das so. Man muss flexibel bleiben. Und ich glaube nicht, dass die Szene so lange überlebt hätte, wenn sie nicht in gewisser Hinsicht da flexibel wäre. Weil alle anderen Strömungen, die ich gesehen habe, ob das Hippies waren, fucking Mods und was nicht alles gab, Gambler, alles weg. Hm. Die Biker-Szene ist geblieben, hat sich im Gegenteil noch richtig entwickelt. Weltweit, ich kenne kaum ein Land, wo es irgendeinen Club gibt. Das ist eine gute Sache. Und der gemeinsame Nenner, da kommen wir wahrscheinlich später drauf, aber ich denke, um auf das Ding zurückzukommen, es ist ein gesellschaftlich-politisches Problem, was natürlich auch in die Szene und in die Clubs reinwirkt. Gar keine Frage. Ja, danke. Hummes, wie siehst du das? Echt, oder? Hab jetzt erst in die Luft gequatscht. Mei, wie sehe ich das? Also ich denke mir, die Eltern drängen eher nach vorn, die genießen die jetzige Zeit. Die Jungen in mancher Sicht würden gern die Zeit viele Jahre zurückdrehen. Das mit der Lebensmenge, was wir jetzt vielleicht miterlebt haben, aber das stimmt schon durch Handy und andere vor außen, die gesetzlichen Eindrücke, was halt auf unseren Schultern lastet, hat sich das natürlich schon geändert. Früher hat man sich vielleicht einmal geschrubbt und dann ist man gemeinsam an den Riesen gegangen und dann war das für das Wochenende gut. Aber heute konnte das natürlich passieren als Junger, dass die geballte Faust der Justiz niederstreckt, bevor du überhaupt den wahren Sinn erkannt hast. Und man hat es halt genossen. Man ist gefahren, man hat sich über das weibliche Geschlecht erfreut. Und am Wochenende, wenn es Sonntag auf die Nacht geworden ist, hat man sich natürlich schwer aufraffen können, dass man nach Hause ist. Das hat sich ein bisschen geändert. In aller Hinsicht, selbstverständlich, macht das Handy natürlich auch viel kaputt bei den Jungen. Da schreibt man WhatsApp, Facebook hin und her, anstatt dass man sich an den Tisch hockt und miteinander quatscht und vielleicht einmal bloß Dummzeug quatscht. Man ist überlegter geworden, das hat es vorher auch nicht so gegeben, aber die Zeit an sich, finde ich, ist für uns in Ordnung. Die Szene hat sich extrem nach vorne entwickelt. Ich würde im Gegenteil sagen, durch die massive Polizeipräsenz ist man eher vielleicht sogar mehr zusammengewachsen, als wie man das früher war. Es traut sich natürlich auch keiner mehr, die Wahrheit zu sagen. Jeder schweigt Land auf, Land ab, wie es ist. Keiner traut den anderen mehr, weil er natürlich nicht weiß, ist er jetzt einer von uns oder ist er schon auf dem Lohnzettel von der anderen Fraktion. Ist halt eine neuere Zeit, mit dem werden wir klarkommen müssen. Danke, Hummes. Robert, wie schätzt du das ein? Ja, also die Zeit zurückdrehen geht gar nicht. Du musst einfach dich immer dieser Zeit anpassen und mitgehen. Stehen bleiben heißt Stillstand, heißt keine Fortentwicklung, gar nichts. Ja, dann wird der Club auch nicht größer und wächst auch nicht. Wir haben das Glück, wir haben jetzt 5 neue Prospects, Alters von 18 bis 21 Jahre. Ja, wichtig für uns ist als Alte, dass die Grundwerte, nach denen wir leben, dass die leben. Alles andere ist ihre Sache. Du kannst ja nicht vorschreiben, sonst bist du irgendwann an dem Standpunkt wie deine Eltern. Da schimpfst du auf was und dieses Unverständnis macht alles kaputt. Ja, also die alten Werte sind wichtig, alles andere ist ihre Entwicklung und das ist auch gut so. Ja, weil sonst bleibst du stehen, sonst ist irgendwann Stillstand und Stillstand ist immer Mist. Wenn ich all das, was jetzt gesagt wurde, mal versuche zu interpretieren, stelle ich fest, dass ihr eigentlich alle schon der Meinung seid, dass man an und für sich miteinander reden muss.
Das Problem ist nur, wir wissen alle, keiner guckt nach, also jeder guckt nach links, nach rechts. Was macht der und versucht irgendwie natürlich sauber durch die Zähne zu kommen, sodass ja auch untereinander die Ressentiments sehr, sehr hoch sind. Ja, ihr kriegt ja auch permanent auf den Kopf, weil ihr seid an allen schuld. Ich überspitze es jetzt mal. Da lokal ist es mal der und natürlich gibt es auf vielen, vielen Partys dann noch Situationen, wo mal was verrutscht, was auch in den 70er, 80er wahrscheinlich verrutscht wäre. Aber es wird nicht miteinander geredet. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, und das ist die große Problematik, wie kriegt die Szene das überhaupt hin, einen Konsens zu finden auf einer gemeinsamen Basis, wenn aber doch die Unterschiede mittlerweile so massiv anscheinend sich eingeprägt haben, dass in der Regel, ich versuche es zu interpretieren, die Leute lieber für sich solo agieren, obwohl sie es eigentlich lieber müssten, nur damit sie die Ruhe haben. Und das Ganze vielleicht auch mal unter dem Aspekt der staatlichen Aufsicht. Ja, weil da gibt es ja einen gewissen Bedarf, wie man über Gemeinsamkeit etc. auch klare Zeichen setzt. Nur wie kriegt die Szene das hin? Wie kommt man an den Punkt, dass man zumindest sagt, okay, hier ist Reset und da können wir gemeinsam uns treffen. Hast du da eine Idee, Django? Also, es gibt einen Punkt, der mir schon seit vielen Jahren Kopfzerbrechen macht in dieser Hinsicht. Ich habe damals mitgekriegt, als Deutschland mit Clubs noch nicht so geflutet war wie heute, aber war damals schon ausgerechnet, nach dem, was ich kannte und was ich gehört habe, dass es in Deutschland ungefähr 2.500 Clubs gab, Anfang der 80er Jahre. Ne? Viele haben sich untereinander gar nicht gekannt, das war auch gar nicht nötig. Aber es gab innerhalb der Szene und speziell der Motorradclub-Szene Veranstaltungen, die man gemeinsam gemacht hat. Ich erinnere an die großen Bike Weeks, Bike Shows, Deutschland-Treffen und was nicht alles. Alles das ist heute nicht mehr möglich. Das kannst du gar nicht mehr machen, weil die Politik das nicht mehr will. Also gibt es diesen gemeinsamen Nenner schon mal nicht mehr. Wir haben 2010 diese Rahmenkonzeption zugespielt gekriegt und darin steht auch ganz klar, es gibt da so ein ganz beschissenes Wort, Entmystifizierung nennt sie das. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Verkleidung für massive Verletzungen von Menschenrechten, von Grundrechten und mit dem Ziel, die Szene zu spalten. Und das ist das Problem, was wir haben. Man trifft sich ja immer noch irgendwo sonst, man trifft sich auf Raststätten, man hilft sich, wenn ein Ofen liegen geblieben ist, ist immer noch wie früher. Zwar nicht mehr so häufig, aber wie früher. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wo wäre die Plattform, wo wäre der Raum, in dem man sowas machen kann? Diese Räume sehe ich nicht. Wir haben inzwischen eine ganz andere Situation. Es gibt aus Sicht der Behörden sogenannte OMCGs, also ein Begriff, der vom FBI hier rüber transportiert worden ist. Die Deutschen haben es natürlich wieder mit Kusshand angenommen. Und daran ist schon der erste Versuch gemacht worden, wir teilen die großen Clubs jetzt mal vom Rest weg. Mit dem Erfolg, den ich auch sehe, dass viele Clubs sagen, das ist denen ihre Sache, selber schuld, haben wir nichts mit zu tun. Großer Irrtum. Sie haben am Anfang, als sie losgemacht haben, das war schon 1997, hat Europol die ersten Dinge eingestiehlt, das habe ich schwarz auf weiß. Da wurde schon versucht, die ganze Szene in Fokus zu nehmen, mit dem Ziel, den sogenannten Hauptteil zu kriminalisieren und danach einzusacken. Als es bei uns losging, hieß es zuerst, betrifft nur Hells Angels. Danach kamen plötzlich Bandidos dazu, dann kam Gremium dazu, dann Outlaws. Und inzwischen kann man sich einmal umhorchen in Gesamtdeutschland. Überall riesige Kontrollen. Du kannst keine Clubhauseröffnung mehr machen, ohne dass 300 ferngesteuerte Unterhosen antreten. Ne? SEK-Einsätze wie in Drittländern. Es ist gerade passiert, vorgestern, Sturm in die Wohnung, schießen die Typen in den Raum rein, wo Frauen und Kinder saßen. Das alles zeigt, dass die Politik das nicht will. Und ich sage euch auch ganz klar, warum nicht. Die fürchten diese Szene. Die kommen überhaupt nicht damit klar, dass diese Szene noch existiert, dass sie nicht so anfällig ist für diese ganzen Bekämpfungen, wie sie dachten. Und dass sie noch, das Schlimmste für sie, dass die Szene immer noch weiter wächst, und zwar mit jungen Leuten. Und ich denke, die Chance, die wir haben, die ganze Szene zu mobilisieren, und gerade diese Einstellung, ich will damit nichts zu tun haben, das ist nicht mein Business, wegzukriegen, sind die jung. Ne? Die Problematik mit jungen Membern in großen Städten, kennt ihr alle. Da gibt es natürlich Ghetto-Bildungen, da gibt es Verhaltensweisen, die können Leute vom Land gar nicht nachvollziehen.
Und das ist eine Problematik, die natürlich auch bei vielen Clubs zu Buche schlägt. Aber unser wirkliches Problem ist nicht mangelnde Kommunikation, zu wenig Treffen, zu wenig Meinungsaustausch. Das wirkliche Problem ist, dass die Politik diese gesamte Szene in den Griff kriegen will. Mit allen Folgen, negativen Folgen, die wir haben und die uns noch bevorstehen. Das ist meine Meinung dazu. Das klingt natürlich einleuchtend und jetzt versuche ich einfach mal die Position der Kritiker, die es ja auch gibt, einzunehmen. Auch da versuche ich es möglichst richtig zu interpretieren. Naja, was bleibt euch denn anderes übrig? Ihr müsst ja selber so argumentieren, damit irgendwo noch letzten Endes ein gewisses Fundament bleibt, damit nicht der Fokus ausschließlich auf Hells Angels Bandidos ist, sondern damit schon auch regional so ein Filter entsteht, dass auch mal der dran ist etc., weil sonst gibt es ja nur auf dem Kopf. Die Leute gibt es ja auch. Die sagen, hör, so einfach taktieren, ja, ist Rhetorik, Substanz hat es nicht. So, und da behaupte ich, dass das ein Gedanke ist, der sehr, sehr stark in der Szene ausgeprägt ist. Die reden, da kommt nichts nach. Wie gesagt, ich überspitze, arrogant bis zum geht nicht mehr. Und da stellt sich natürlich die Frage, besteht da überhaupt Bedarf, zum Beispiel von euch, da in der Richtung zu agieren, um mehr Verständnis aufzubauen? Seht ihr da überhaupt die Notwendigkeit? Weil bevor das ja nicht passiert, hat man ja auch immer diese Trennungsgedanken. Ne? So, das ist jetzt alles runterdifferenziert und jeder, wie würdest du mit dem Aspekt umgehen? Was würdest du solchen Leuten sagen? Den Kritikern, die sagen, das ist doch nur eine PR-Nummer als Beispiel. Ja, wenn die meinen, dass es nur eine PR-Nummer ist, dann sollen sie das gerne machen. Die können sich zurücklehnen, wie schon so manche andere Clubs. Und irgendwann werden sie selber feststellen, dass sie dran sind. Wir haben ja nicht die Notwendigkeit von unseren Problemen her gesehen, dass wir mit allen möglichen kleinen, unbekannten Clubs in Kontakt treten. Das wollen die auch gar nicht. Denn wir befinden uns in der Position, dass wir im Moment richtig in die Fresse kriegen. Die anderen gucken zu und hoffen, dass ihnen das nicht passiert. Also, es würde gar keinen Sinn machen für uns, riesige Foren zu kriegen, wo alle möglichen Clubs versuchen, ihre Meinungen zu bilden und am Strick zu ziehen, das im gemeinsamen Strick zu ziehen. Das wird gar nicht funktionieren. Aber was man erwarten kann, ist, dass die gesamte Szene das sehr wach beobachtet, was passiert, und nicht in diese Falle tappen sollten, zu sagen, es geht uns nichts an, uns betrifft das nicht. Das ist unser Interesse. Denn uns gesetzt den Fall, sie würden uns so Maß nehmen, dass wir quasi nicht mehr agieren können, dann kann uns das eigentlich egal sein, was danach passiert. Ist es aber nicht. Das ist auch kein deutsches Problem, das ist ein europäisches Problem. Europol ist da sehr, sehr aktiv. Und wenn man Gespräche führt, was von uns, unseren Membern ja häufig passiert, es ist ja nicht so, dass wir isoliert in einer großen Burg wohnen und warten, dass die Belagerung aufhört. Wenn man mit den Leuten spricht, dann sehen die das schon sehr wohl. Ne? Aber ich habe festgestellt, dass speziell die deutsche Szene sehr, sehr schwer unter einen Hut zu kriegen wäre. Skandinavien ist da ganz anders aufgestellt. Australien hat es lange Zeit nicht begriffen. Jetzt haben sie eine gemeinsame Liga gegründet und kämpfen gemeinsam gegen Probleme, von denen wissen wir noch gar nichts. Das ist viel, viel dramatischer als bei uns oder Kanada. In Kanada gibt es Leute, die sitzen seit 7 Jahren in U-Haft, ohne Gerichtsverhandlung. Und das nennt sich westliche Zivilisation. Also die Clubs sind sehr gut in Deutschland beraten, wenn sie genau beobachten, wenn sie den gemeinsamen Gegner identifizieren, der sich nicht in der Clubszene befindet, sondern der sich in Ministerien befindet und auch in Redaktionen. Die Rolle der Presse in den letzten Jahren hat sich sehr stark geändert. Ich habe das mitgekriegt, weil ich seit 15 Jahren mit der Presse zusammenarbeite. Die Macht, die die Medien inzwischen haben, durch die Zusammenarbeit mit Polizei und Politik, ist wesentlich größer als früher. Die können die heute finanziell oder mit der Firma oder familiär mit ein, zwei Artikeln komplett vernichten. Und zu den politischen Änderungen, gesetzesmäßig, können wir ja später noch kommen, aber das ist etwas, da weise ich mit Nachdruck drauf hin. Die Szene zu einen halte ich für unmöglich, wäre auch nicht gut, weil die individuell viel zu unterschiedlich ist. Aber der gemeinsame Nenner, zu erkennen, wer der wahre Gegner ist und auf seinem Gebiet zu beobachten, was passiert und sich nicht zurückziehen und sagen, guck,
Das ist ja wie ein neuer Fernsehsender. Lass uns das angucken. Ist ja interessant. Mich betrifft das nicht. Das ist ein Irrtum.